Heute ist es soweit, es gibt endlich die Auslosung des Ostergewinnspiels. Seid ihr auch schon so gespannt wie ich, wer gewinnen wird? Ja, aber zuerst noch die Lösung des Rätsels. Es waren genau 23 Eier beim Gartenrundgang versteckt. Ja, und jetzt schauen wir mal, wer gewonnen hat. Ich habe alle Teilnehmer, die die richtige Zahl in ihr Kommentar geschrieben haben, auf eine Papiernarzisse geschrieben. Es waren ganz schön viele. Danke für die Teilnahme an alle. Danach habe ich alle Blüten in Knospen verwandelt, damit man die Namen nicht mehr erkennen kann. Ja, und jetzt ab ins Osterkörbchen damit. Kräftig durchmischen. Und nun wird nur eine Blütenknospe herausgeholt. Und jetzt darf das Wasser sie zum Aufblühen bringen. Mal sehen, wem die Narzissenblüte gehört. Es ist die Garteneinkochfee. Herzlichen Glückwunsch! Liebe Garteneinkochfee, du bist die Gewinnerin meines Samenpaketes. Bitte melde dich doch einfach per PN oder per E-Mail bei mir. Es kann immer nur einen Gewinner geben, meine Lieben. Aber an alle, die nicht gewonnen haben, lasst euren Kopf nicht hängen. Spätestens bei 1000 Abonnenten gibt es bei mir ein größeres Gewinnspiel. Also, bleibt dran. Bis bald!